Hi, ich bin Lisa und in diesem Video zeige ich euch, wie man diese schaurig schönen Snacks zubereitet. Für eure Gruselparty zum Beispiel. Und ich weiß, die sehen ein bisschen eklig aus, schmecken aber richtig lecker. Fangen wir mit unserem ersten Gruselsnack an und zwar den kotzenden Kürbis. Und dazu braucht ihr natürlich einen Kürbis, Nachos, Zutaten für Guacamole, Salsa, ein Glas und einen Permanentmarker. Fangen wir direkt mit dem Kürbis an. Den müssen wir nämlich jetzt aushöhlen. Und dazu nehmt ihr euch ein Messer. Das ist natürlich ein spitzer Gegenstand. Also wenn ihr euch da unsicher seid, holt euch lieber einen Elternteil dazu. Wir fangen jetzt erstmal an, einen kleinen Kreis auszuschneiden. Und das ist ganz vorsichtig. So, damit der Kürbis auch gerade steht, müsst ihr den unten noch, falls es nicht schon so ist, etwas gerade schneiden. Und wir müssen den Kürbis jetzt so anpassen, dass dieses Glas auch in den Kürbis passt, was es noch nicht tut. Deswegen müssen wir das Loch jetzt noch etwas vergrößern. Wenn die Öffnung groß genug ist, dann nehmt euch nochmal das Messer, denn wir schneiden jetzt noch einen Mund. Und wie der aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und die Augen male ich jetzt mit einem Permanentmarker auf. Und die könnt ihr wie folgt malen, damit es auch wie ein kotzender Kürbis aussieht. Malt ihr einfach zwei Pfeile. Die Kürbisschüssel ist jetzt fertig. Damit es aber natürlich noch ein kotzender Kürbis wird, brauchen wir noch Guacamole. Falls ihr Guacamole nicht kennt, das ist eine Avocado-Creme und deswegen brauchen wir vor allem Avocados, Limetten, Knoblauch, kleine Tomatenstückchen und Gewürze. Was ich an der Guacamole so toll finde, du kannst einfach alle Zutaten zusammenmischen. Verteilt ihr einfach die Guacamole so auf dem Teller, dass es so aussieht, als würde der Kürbis kotzen. Nehmt ihr euch eure Salsa und die füllt ihr dann in den Kopf. Und zum Schluss verteilt ihr einfach noch die Chips. Und fertig ist euer erster Gruselsnack. Jetzt will ich das Ganze natürlich probieren. Lecker. Damit wir auf unserer Gruselparty auch was zu trinken haben, machen wir jetzt noch eine Bowle. Und dazu brauchen wir natürlich Wasser, Wackelpudding, den habe ich schon mal vorbereitet, ein paar Gummiwürmer, Heidelbeeren, Litschis aus der Dose, Sirup eurer Wahl, eine große Schüssel und noch einen Handschuh. Und mit dem fangen wir nämlich an. Daraus wird nämlich eine Eishand und die müsst ihr natürlich ein bisschen vorbereiten. Deswegen füllen wir jetzt mal Wasser rein. Das müsst ihr jetzt noch zusammenknoten. Und die Hand kommt jetzt in das Gefrierfach, bis sie komplett gefroren ist. Und jetzt bereiten wir die Bowle zu. Und dazu nehmt ihr euch erstmal Wasser. Ich habe mich jetzt für roten Sirup entschieden, also Kirschgeschmack. Das kommt erstmal zur Seite, denn wir basteln uns jetzt Augen und zwar mit Litschis und Heidelbeeren. Dazu macht ihr die Dose auf. Damit der Inhalt nicht ganz verschwendet ist, schütten wir das Wasser auch noch in die Bowle. Jetzt nehmt ihr euch ein paar Litschis und wie ihr daraus Augen machen könnt, ist ganz einfach, ihr nehmt euch einfach eine Heidelbeere und steckt sie in die Litschi. Und damit die Bowle auch ein bisschen eklig aussieht, nehmen wir uns den Wackelpudding und machen den mit der Hand klein. Und das könnt ihr jetzt in die Bowle geben. Und jetzt kommen noch Gummischlangen dazu. Ein paar könnt ihr auch an den Rand legen. Und zum Schluss noch die Litschi-Augen. So, die Bowle ist jetzt auch fertig und sie sieht echt eklig aus, aber sie schmeckt versprochen. Und zum Schluss kommt natürlich noch unser Handschuh. Der ist jetzt tiefgefroren und den schneiden wir dann so ein bisschen ein. Öffnet vorsichtig und den legt man dann rein. Und fertig ist die Bowle. Der dritte Snack sind die Apfelmonster und dazu braucht ihr grüne Äpfel, Marzipan, Schokodrops, kleine Marshmallows, Erdnüsse und Erdnussbutter. Und wir fangen an und schneiden einen grünen Apfel in vier Teile.
Dann schneidet ihr noch das Gehäuse des Apfels einfach weg. Seid dabei vorsichtig. Damit aus dem Apfelviertel jetzt auch ein Monstergesicht wird, braucht er natürlich noch einen Mund. Und dazu macht ihr einfach 2 Schnitte. Und jetzt kommt auch schon die Erdnussbutter zum Einsatz. Und die schmiert ihr einfach in den Mund. Als nächstes nehmt ihr euch die Erdnüsse, denn das werden jetzt unsere Zähne. Jetzt fehlen bei unserem Monster natürlich noch die Augen und die machen wir aus Marshmallows und Schokodrops. Und eine Variante zeige ich euch auch noch mit Marzipan. Also ich finde ja, Erdnussbutter ist ein super Kleber, aber Marzipan funktioniert dabei auch ganz gut. Fertig! Und aus so ein bisschen Apfel und Erdnüssen hat man direkt kleine, süße Monster. Das Gruselbuffet ist eröffnet und ich finde, das ist eine ganz gute Auswahl. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und natürlich auch guten Appetit beim Snacken.